Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist Mittwoch, noch ist es Mittwoch. Ich bin diesmal ein bisschen langsam. Es ging jetzt nicht mit früh für euch basteln, das Video, weil ich habe echt so viel um die Ohren gehabt. Aber immerhin, es ist noch Mittwoch. Ja, heute ein sehr geiles Gast-Replay mit einem amerikanischen Tank. Und ich habe mir überlegt, was soll's? Schickt mir doch einfach mal geile Arty-Replays. Ich meine, irgendwie kommen die Artys immer zu kurz. Die Artys werden immer von allen gehasst. Die teils zu Unrecht, teils zu Recht. Aber irgendwie, als ich das Replay gesehen habe von der M44, der amerikanischen Arty M44, ich habe leider die M44 nicht mehr. Deswegen müssen wir uns die im Forschungsbaum angucken. Aber die M44 ist die 6er Arty und die ist schon drollig geil. Die ist schon ganz witzig, auf jeden Fall. Und episch noch dazu das Game und ganz eigentlich interessant auch ein bisschen was zu erzählen. Sind auch ein paar Fehler drin. Da kann ich mal ein bisschen was zu erzählen, was ich so als Arty-Spieler gelernt habe, was man so beachten sollte. Und ja, quatsche ich nicht lange. Schalten wir einfach mal rein, oder? Doch, ich quatsche doch mal ein bisschen. Übrigens, vielen Dank. Ich glaube, ihr verarscht mich ein bisschen, oder? Weil ich habe das ja so ganz bierernst mit dem, ihr müsst meine Videos länger gucken, weil nur länger gucken Sinn macht. So ganz bierernst habe ich das ja nicht gemeint. Aber zusätzlich dazu, aber vielen Dank für euer Feedback auf jeden Fall. Und zusätzlich dazu, dass ich der Meinung bin, dass meine Videos nicht lang genug geguckt werden, fehlen mir jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen 80 Abonnenten. Nee, ich glaube nicht, dass. Keine Ahnung, vielleicht hat einer von euch davon schon mal was gehört. Ich habe keinen Plan. Lukas war der Meinung, das könnten tote Accounts sein, die YouTube gelöscht hat, damit da keine AFK-Accounts rumgammeln. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich auch gar nicht schlimm und kommt ja auch nicht auf die Abonnenten drauf an, aber ich dachte, boah, so ein Schlag mit 60, 70 auf einen Hammer, die weg sind, fand ich merkwürdig. Naja, wenn einer was davon euch weiß, worum es da geht, könnt ihr mir mal als Kommentar schreiben. So, jetzt aber in-game zum lustigen Game von der M44. Bis gleich. Da sind wir in-game mit dem Kollegen Aspi. Und der Aspi fährt die M44 auf der wunderschönen Map Polargebiet. Jo, mit dem Cola-Kasten drin, der ist immer ganz gut für die Präzision und Nachladezeit, wisst ihr ja. Und ansonsten Tarnnetz, ja, Tarnnetz ist bei einer Arty sinnvoll, viel mehr ist nicht sinnvoll. Man kann sich mit der Arty ja hier hinten hinstellen oder da unten reinstellen, da kann man aber nicht alles einschießen. Es gibt noch verschiedene andere Positionen, aber was man natürlich auch machen kann, ist dorthin fahren, wo der Aspi hinfährt. Das hat aber, sage ich mal, durchaus. Ja, wie soll ich sagen? Das ist gefährlich hier, weil wenn ihr mal auf die Minimap guckt, Gegner-Artys stehen oft hier irgendwie in dem Bereich oder da in dem Bereich. Und da kannst du hier nämlich fröhlich in die Ecke reinballerlombern. Und Tracer sieht man und damit bist du hier als Arty gefährdet. Aber wenn wir uns das mal auf der Minimap angucken, er kann natürlich wunderbar, Minimap hier, in diesem Bereich, wo die ES und der T43 jetzt aufgehen, kann er wunderbar reinschießen. Und das macht er auch, weil die M44 ist ja aimt überschaubar, sehr schön, überschaubar lange und hat einen Reload, der akzeptabel kurz ist. Und damit ist diese ES, guck mal, verliert schon Hälfte des Lebens, weil er die hier ordentlich festgehalten hat. Hervorragend, hervorragend, kannst nämlich hier, also was, ja, das war jetzt Pech. Was macht man an dieser Ecke als Arty? Was würde ich machen? Ich würde, also grundsätzlich gilt als Arty immer, und das ist auch die einzige Sache, die man sagen kann, die mir hier nicht so gut gefallen hat. Er schießt auf Ziele, die, ja, okay, eine Su-152 ist natürlich auch ein heftiges Ziel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Laufe des Games kommt es noch so ein bisschen raus, den Oni. Der Oni ist halt der absolute Übergegner hier. Und wenn du dir anguckst, was hat er bei seinen Mates hier stehen, da muss man halt definitiv immer, 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 immer auf die heftigen Ziele schießen. Und jetzt wieder wunderbar, T29 ist hier total gruselig, weil die Jungs bei dem auch nicht durchkommen, weil der halt eine Kack-Turmpanzerung hat und sich da hinter den Schuttbergen wunderbar Hulldown stellen kann. Also T29, perfekt.
muss man nehmen, weil die, ja, das war natürlich Pech, beziehungsweise ja, nicht sorgfältig genug überlegt und geaimt. Da ist wieder der scheiß Uni und die T29. Eigentlich könnten hier zwei Artis stehen, so von dem, wie sie benötigt werden, weil, ja gut. Das, ja, genau so ist besser. Schön sorgfältig aim 259. Das tut schon. Ich sag mal, 700 macht die, glaube ich, Alpha, ne? Wenn ich mich recht entsinne. 7, 700 Alpha, genau. 700 Alpha tun schon, wenn sie durchgehen, weh auf dem Tier. Denn wenn wir uns mal angucken, selbst ein Oni, wenn du da durchkommst, der ist damit von Strukturpunkten her halbiert. So, das ist jetzt so ein Ding, da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, auf dem KV-85, da braucht man nicht drauf schießen, der steht da hinten und eiert irgendwie im Wasser rum. Dann lieber jeden Schuss auf den Oni, weil der Oni einfach ein Gegner ist, mit dem die Jungs hier auf der Ecke richtig Probleme haben. Und er hat zwar irgendwie, er macht mit seiner Gun, die er drauf hat, und das müsste dann eigentlich die kleine sein, nur 300 Schaden, oder muss ich mit Nichtwissen glänzen, oder der Oni schießt den Dreck. Jupp, kann man machen. Läuft, läuft, läuft. So, Minimap beobachtet. Was passiert weiterhin? Würde ich sagen, das Team hier hinten an der Ecke macht, das kann Druck machen. Da ist ja keiner. Wer soll denn da alles sein? Der Einzige, der da nicht ist, ist die Arti. Ja, wunderbar. Der Kollege ist, würde ich mal sagen, ist AFK, der da gerade ersoffen ist, denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das war schön YOLO, Kanone nach hinten und ja. Das passt natürlich ganz gut. 7 zu 3. Es sieht auch noch ganz gut aus, aber wir werden es gleich sehen. Das Ganze nimmt noch eine Wandlung, die. Oh, wenn ich das da sehe, hier oben, hier. Ich meine, zu wie viel sind die da? Zu viert? Unglaublich. Zu viert und werden. Haben Angst vor dem T25 AT und kommen da nicht zu Potte. Erstaunlich. Echt erstaunlich. Also 8 zu 5. Ja. Sieht noch gut aus, sage ich mal. Aber ja. Die IS kann er rausnehmen. Wunderbar. Eine Kanone weniger im Spiel. Natürlich wäre es ganz geil gewesen, hättest du noch eine Sekunde länger gewartet, dann hätten die beiden nämlich nebeneinander gestanden. Und dann hättest du wahrscheinlich den mit seinem einen Hitpoint auch noch weggesplasht. So, das ist jetzt meiner Meinung nach totaler Nonsens. Da steht ein T29 da hinten. Ja, Kanone im Spiel, Kanone nicht im Spiel. Der T29 da hinten ist einfach der krassere Gegner. Also der hätte eher beschossen werden müssen. Also sowohl von dem einen Hitpoint, den du nur kriegst. Klar, Kanone aus dem Spiel, schön oder gut, aber damit ist die Ecke, also ich will nicht sagen, mit der Aktion ist die Ecke verloren, aber was haben wir da noch? Wir haben noch einen Tiger, eine IS, den Jagdpanzer, dein Kumpel. Die werden gegen den Uni, zwei T29s, sind glaube ich zwei, oder? Da oben, jetzt wollen wir mal nach unten. Lassen uns mal nach unten schauen. Aber bleiben wir nochmal drauf. Das ist nämlich auch ein. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist natürlich egal, ob die nur zwischen 200 und 300 Schaden macht. Aber sie hat einfach so einen schnellen Reload. Du hast so viele Mumpeln dabei. Da kannst du halt schon richtig. Da kannst du richtig Ärger machen, wenn die dich gewähren lassen. Kommt es natürlich auch noch hinzu, dass die gegnerische Art überhaupt gar keinen Plan vom Countern wahrscheinlich hat. Und ich meine, er hat jetzt ungefähr 100.000 Mal geschossen von der Stelle aus. Also da ist die Luft nur so gekennzeichnet von Tracern. Und insofern hätte er eigentlich längst weg sein müssen, denn die AMX 13 F3 Art, die sehr schön, die ist auch gar nicht so ohne. Und die ist genug präzise, um countern zu können. Tja, Uni, wie schaut's aus mit deinen letzten 100 Punkten? Können wir da nochmal was sehen? Also, eigentlich 11 zu 11. Eigentlich, wenn man das mal so sich überlegt. Ja. 11 zu 12. Ja. Ja. T25 halbe gammelt immer noch rum. Ah. Ich würde mal sagen, wenn wir uns nachher das Endresultat angucken, das war der Schuss, der spielentscheidend war. Ja, mehr verrate ich nicht. Das war der Schuss, der spielentscheidend war. Tja,
Ja gut, jetzt hat er wahrscheinlich hier irgendwie seinen Kumpel safen wollen, der da, ja, aber das ist halt, ihr Kumpel steht da, hat auch nicht wirklich mehr Leben. Na. Na. Den hat sich der Uni geholt. Den T29 kann er damit noch aus den Latschen fegen. Aber er ist halt die Scheiße. Jetzt ist er alleine. Und er hat, ich sag mal so, wie es ist. Mit einer Arti bist du nur so stark, wie du sehen kannst. So. Was willst du hier sehen? Hier siehst du nichts. Hier siehst du nichts, weil du bist der Letzte und ja. Die Kacke ist am Dampfen. Es gibt eine Gegner-Arti, es gibt noch einen T25 AT und es gibt einen Uni, der jetzt irgendwie hier in deine Richtung fährt. Geile Situation. Also, nicht geil. Aber irgendwie auch wieder geil, weil sie geil gelöst wird. Also, lustig, auf jeden Fall. Ja, bis jetzt zeigt. Oh, also, natürlich auch Chaka. Und schnell weg. Wegen, wegen, wegen. Arti, 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 Arti. Arti, 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 Arti. Boots. Jo, gut gemacht. Die Arti hat halt eben dann doch mal in die Richtung geguckt, wo, ja. So, T25 halbe. Ah, nicht gut. Oho. T25 halbe verschossen. Nebenbei, es gibt immer noch eine Arti. Es gibt immer noch eine Arti. Er muss jetzt also hier mal, Razzifazi, ja, auf die andere Seite des Steins kommen, wegen das Artigen. Ja, das war sehr gut, dass du da nicht geschossen hast. Ausgesprochen gut, aber der T25 halbe weiß eben auch, wie weh so eine Arti tut. Aber es ist halt eben auch so, macht sich jetzt ein bisschen besser von oben. Es ist halt eben auch so, du hast mit diesem einen Schuss, den du ausgehalten hast, vom T25 halbe, kein Thema. Aber noch einen. Hältst du nicht aus? Krass, krass. Krasses, es gibt ein Finale. Man könnte, ich sag's, es gibt ein Heartbreak-Finale. Ja, aber wie gesagt, die Arti rechts zu sehen. Unglaublich. Unglaublich. Dass er auch immer noch die Zeit hat. Jetzt rede ich in der dritten Person. Unglaublich, dass du immer noch die Zeit hast, dich wieder in Sicherheit zu bringen, bevor irgendwie die Gegner, also. Ja, schon nice. Was war das, T25 AT? Was zur Hölle? Aber das ist jetzt auch geil. Jetzt fährt die Arti. Jetzt fährt die Arti, warum auch immer, weil sie irgendwie in Nahkampf gehen will oder man weiß es nicht. So, T25 halbe jetzt. Es ist sehr geil. Das ist jetzt wieder praktisch. Ich verstehe überhaupt. Ich meine, das ist ein wir wollen ihn ja jetzt nicht zu sehr dissen. Aber 10.000 Spieler? Naja, nee, passt schon. Aufregung, ja. Damit. Da bleiben einfach mal 33 Punkte stehen. Alter, das ist wirklich Pech. Das ist mal richtig Pech. Aber so spielt das Leben. Und ich sag mal, vorhin den Schuss auf den Uni vielleicht besser gezielt. Hier für den T25 AT vielleicht doch ein Goldschuss mit dabei, weil der penetriert nämlich mit ordentlich Krawall hier. 240. 240 Penetration, 700 Schaden. Also würde ich durchaus empfehlen. Oh, wieso kann ich nicht mehr rauszoomen? Bin ich jetzt ganz behämmert? Alter, ich hab's gefickt. Scheiße. Na gut, bleiben wir mal in dieser wunderbaren Ansicht hier. Also, ein Goldschuss. Ich habe bei Artis immer ein, zwei Goldschuss mit dabei, weil ihr braucht, wenn es genau darum geht, dass du dein Leben retten willst, irgendwie am Ende, dann hättest du jetzt einen Schuss brauchen müssen, der penetriert. Weil dann wäre er weg gewesen und dann hättest du das gewonnen. So aber musst du dich mit nur 6 Kills zufrieden geben und einem sehr ordentlichen Spiel. Aber ich sag mal,
noch selektiver die Gegner auswählen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt, denke ich mal. Weil dann wären deine Kumpels noch länger im Spiel gewesen. Aber wie gesagt, alles Gelaber. Es ist immer schwierig, sowas. Im Nachhinein sieht man immer alles besser. Im Nachhinein weiß man, und als Unbeteiligter weiß man sowieso immer alles besser. Aber ich sag mal so, die hart gepanzerten Ziele, damit dein Team es einfacher hat mit den leicht gepanzerten Zielen. Und damit strategische Auswahl von Zielen vielleicht irgendwie das nächste Mal mal drüber nachdenken. Wir gehen jetzt aber in die Auswertung. Mach's gut. Defeat. Tja, was soll man sagen? GZ zum Master auf jeden Fall. Die Gore-Medaille finde ich für eine Arty auch immer sehr, sehr geil. Also ohne Frage, die ist cool. 52.000 Brutto-Credit, 2000 XP. Klar, Top Gun und High-Kaliber hast du geholt, denn du hast ordentlich Schaden rausgepustet. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. 3.100 Schaden mit der Arti, die halt. Ja. Also, da trifft man schon so um die 10 Mal. 12 Mal. 13 Mal. Keine Ahnung. Oft. Können wir uns angucken. Splash Damage. 10 von 23. 15 hast du getroffen. Ja, bisschen Credits kommen auch dabei raus. Und ja, so endet das dann halt, ne? Also wenn, was hat denn eigentlich die gegnerische Arti? Okay, die gegnerische Arti hat, nee, ne? 12 Mal gefeuert, einmal getroffen. Direkt und zweimal Splash? Wir wollten nicht dissen. Alter, manchmal zerreißt es einen förmlich. Anyway, wir würden mal sagen, wir sind am Ende. Schöne Runde trotzdem. Ich wünsche dir, dass es das nächste Mal klappt und dass du das nächste Mal die Sache so lösen kannst, dass du dann auch noch einen Sieg bei rauskriegst. Dann ist das Ganze nämlich noch geiler. Macht es gut. Bis zum zweiten Video diese Woche. Ich weiß noch nicht, wann genau ich das starten werde. Vielleicht kommt mal wieder ein Arma, ein altes, ein KBS-Video. Ich muss mal schauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.